Das ist das 3T Strada. Wir haben uns also Gedanken gemacht, wie wird das Straßenrad in 5 Jahren aussehen und insbesondere das aerodynamische Straßenrad. Und obwohl es aerodynamisch ist, das Wichtigste eigentlich, wo man anfängt, ist bei der Reifen. Wir denken, dass jeder eigentlich ein bisschen mehr Komfort haben möchte, ob man jetzt Profi ist und im dritten Wochenende von einer großen Rundfahrt ist oder nur ein Amateur. Ein bisschen Komfort ist immer schön, auch für die Erholung. Und also wir fangen an mit 28 mm Reifen, was natürlich normalerweise dann nicht aerodynamisch ist, weil die Felgen und der Rahmen nicht darauf konzipiert ist. Aber wenn man mit der Reifen anfängt und alles andere, der ganze Rahmen ist darauf aufgelegt, kann es sehr aerodynamisch sein. Und das haben wir hier gemacht. Wir haben da also geschaut, insbesondere im Tretlager, da ist viel los. Also man hat den Rahmen, man hat den Umwerfer, 2 Kettenblätter, Kurbel, Beinen, dann noch 1 oder 2 Flaschen. Und man kann wirklich, wenn man da etwas eliminieren kann, kann man die Strömung viel besser an den Rahmen anlegen lassen. Und deshalb haben wir aufgewechselt auf einfachen Kettenblatt, also den Umwerfer ist weg, den eigenen Kettenblatt ist weg. Das wirklich verbessert die Durchströmung und nicht alle Strömung braucht, um die Beine herumzugehen. Also aerodynamisch macht das total Sinn. Die eine Frage ist natürlich, ob der Antrieb dann mit einfach auch genügt für die Straße, und die Antwort ist ja. Also wenn man da ein 1136 Kassette hinten da reinsteckt, da hat man wirklich die gleiche Übersetzung wie beim Zweifach mit einem 1128. Und damit kann man eigentlich alles hoch und wieder runterfahren. Und das einzige Unterschied ist dann, ob man jetzt wirklich ein Profi ist, braucht man ein größeres Kettenblatt vor, oder normale Leute brauchen ein kleineres vor. Aber den Range von den 350% ist eigentlich genügt für jeden. Das Einzige, was dann vielleicht für den 1136 noch für ein paar Leute fehlt, obwohl die Menschen hier auch kein Problem mit haben, ist, dass die ersten Ritzer haben dann immer 2 Zähne an Stufen. Und es wäre eigentlich besser mit einfachen Zähnenunterschieden. Und deshalb bauen wir auch unsere eigene Kassette, wo man dann die ersten 5 Ritzer immer einen Zahn Abstand haben. Und danach wird es wieder raus. Aber die Range ist immer noch gleich wie diesen und das funktioniert wirklich perfekt.